Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die EEG-Umlage für das Jahr 2021. Wir haben auf dem Kanal oft genug über die EEG-Umlage schon mal gesprochen. Wir haben auch schon mal erwähnt, wie hoch sie für 2021 und für 2022 sein wird. Denn das ist in diesem Fall eine Deckelung gewesen, die von der Bundesregierung im Rahmen der Corona-Hilfen ja auch festgelegt wurde. Und genauso ist es jetzt auch geschehen. Die EEG-Umlage für 2021 wird bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde liegen. Heute ist es aber offiziell verkündet worden. Heute, dieses Video, nehme ich gerade am 15. Oktober 2020 auf. An diesem Tag haben die vier Übertragungsnetzbetreiber immer jährlich die Pflicht, die EEG-Umlage für das kommende Jahr zu veröffentlichen. Und dementsprechend haben wir es heute dann auch offiziell gehört. Die Umlage ist jetzt also tatsächlich bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde und wird nächstes Jahr dann nochmal auf 6,0 Cent weiter fallen, während sie 2020 immerhin noch bei 6,756 Cent war. Dementsprechend haben wir eine kleine Entlastung für alle, vor allem natürlich aber auch für die Haushaltsverbraucher, die bisher keine Chance haben, von der EEG-Umlage ja auch befreit zu werden. Das wirklich Interessante, was ab heute mit dieser Veröffentlichung auf netztransparenz.de auch gekommen ist, ist natürlich das Zahlenwerk dahinter, wie nun also genau diese Höhe der EEG-Umlage immer berechnet wird. Da werden verschiedenste Faktoren, die wir in anderen Videos auch schon mal vorgestellt hatten, eben zusammengezogen und dementsprechend kommt man dann auf die Höhe und in diesem Fall eben auch auf den Zuschuss, der notwendig war, praktisch aus Steuermitteln, aus Bundeshaushaltsmitteln, um eben die Umlage für nächstes Jahr zu senken. Und das sind tatsächlich, sage und schreibe, 10,8 Milliarden Euro, die jetzt praktisch aus dem Bundeshaushalt in das EEG-Konto fließen, um die Umlage für nächstes Jahr zu verringern. Das ist schon ganz schön spannend. Es ist vor allem aber spannend, aus diesem Zahlenwerk heraus auch zu wissen, wo die Umlage normalerweise gelandet wäre, wenn es nicht diese Sonderzahlung von 10,8 Milliarden gegeben hätte. Es ist ja so, dass wir in diesem Jahr wegen Corona einerseits einen zurückgehenden Stromverbrauch hatten, gerade viele Industrieanwender und auch Gewerbeanwender, die zum Beispiel keine verringerte Umlage hatten, haben ja einfach weniger verbraucht, dementsprechend weniger Einzahlung in das EEG-Konto. Gleichzeitig gab es aber auch einfach wegen des geringeren Verbrauchs dauerhaft einen geringeren Bedarf am Markt, dementsprechend aber auch einen geringeren Preis. Na, wenn die Nachfrage geringer wird, das Angebot, die Anlagen aber theoretisch gleich stark da sind, dann verringert sich der Preis, weil weniger Nachfrage vorhanden ist. Weniger Vergütung an der Börse, am Markt, bedeutet aber auch, dass die Erzeuger, das heißt die Solaranlagenbetreiber, die Windparkbetreiber, ja weniger echte Vergütung am Markt generieren und dementsprechend mehr aus dem EEG-Konto als Subventionierung bekommen. Die haben ja eine garantierte Vergütung. Und wenn diese am Markt nicht erreicht wird, dann wird sie aus dem EEG-Konto ausgezahlt. Und in diesem Fall haben wir ganz viele Auszahlungen aus dem EEG-Konto gehabt und sind dort in ein extremes Minus auch gerutscht. Und dementsprechend hätte die EEG-Umlage eigentlich für das nächste Jahr auf 9,651 Cent steigen müssen. Von aktuell 6,7 auf 9,6. Das sind fast 3 Cent mehr. Das hätte sonst passieren müssen, prinzipiell. Und was bedeutet 3 Cent mehr pro Kilowattstunde? Nicht nur, dass der Anteil der EEG-Umlage an der Rechnung dann noch viel größer gewesen wäre, als sowieso schon, die ist ja jetzt schon bei über 25%. Nein, es hätte bedeutet, bei zum Beispiel 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch, dass man im Jahr 100 Euro mehr zahlen muss. Und das ist schon ganz schön krass für Haushalte, die im Zweifel sowieso schon unter finanziellen Problemen entlang der Corona-Krise gelitten haben. Dementsprechend war es ein sehr guter Schritt, dass die Bundesregierung hier diese Entlastung mit den 10,8 Milliarden herbeigeführt hat und wir dementsprechend jetzt bei einer leicht verringerten EEG-Umlage um 0,2 Cent verringert pro Kilowattstunde gelandet sind. Das ist natürlich insgesamt wirklich interessant, wie diese Zahlen zustande kommen. Dementsprechend könnt ihr gerne auf netztransparenz.de gehen, dort im Menü zum Bereich EEG
und EEG-Umlage, dann für 2021. Und dort findet ihr auch Präsentationen, die das mit guten Grafiken darstellen, wie eigentlich genau diese Umlage zusammengesetzt ist. Und da seht ihr dann den großen Teil Bundeszuschuss, der hier dementsprechend dann die Umlage aktiv verringert hat. Was passiert jetzt noch in der Zukunft? Ganz davon abgesehen, dass wir diese Deckelung auch für nächstes Jahr noch haben, also für übernächstes Jahr dann noch haben. Wir haben ja nun auch CO2-Einnahmen über eine weitere Bepreisung über den nationalen Brennstoffemissionshandel. Und die Einnahmen für praktisch CO2-Emissionszertifikate, die sollen nun weitestgehend auch in dieses EEG-Konto in Zukunft fließen und hier eine Entlastung herbeiführen. Das bedeutet ganz konkret, dass alle, die saubere Prozesse haben und dementsprechend wenig Emissionen von Treibhausgasen herbeiführen, dass diese entlastet sind, weil die weniger EEG-Umlage zahlen, dafür aber mehr CO2-Kosten bezahlen. Das ist für dreckige Prozesse natürlich ein Problem. Die werden es genauso teuer, wenn nicht sogar noch teurer haben als bisher. Heißt aber, alles, was sauber, nachhaltig und so weiter, umweltschonend ist, und damit sind schlussendlich natürlich auch Haushalte gemeint, die werden entlastet. Sehr, sehr interessant als Effekt entlang der Energiewende. Das wird, denke ich, über die nächsten Jahre ein bisschen auch positive Effekte noch hervorrufen. Soweit eigentlich zur EEG-Umlage 2021. Die wird also nun tatsächlich final auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde im nächsten Jahr fallen. Dafür gab es einen großen Zuschuss von knapp 11 Milliarden Euro. Und das ganze Zahlenwerk dahinter könnt ihr euch auf netztransparenz.de, der Plattform der vier Übertragungsnetzbetreiber, genau anschauen. Habt ihr erstmal Fragen dazu oder irgendwelche Anmerkungen, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.